Heute geht es um das spannende Thema Bewerbungsgespräch für euren ersten Job als Assistenzzahnarzt. Probearbeiten, worauf solltet ihr achten? Wir erzählen euch mal, wie das bei uns alles so war und jetzt auch ganz spannend, wie das für uns aus Arbeitgebersicht ist. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Jöran Felkner. Mein Name ist Tatjana Felkner. Und heute seht ihr uns wieder hier bei uns in der Praxis in Leipzig. Auf unserem YouTube-Kanal dreht sich alles rund um gesunde Zähne und unser Lieblingsthema, die Zahnerhaltung. Bevor es aber losgeht. Ja, mein Part, eine wichtige Bitte an euch. Wenn euch unsere Videos gefallen und ihr Lust habt, noch mehr davon zu sehen, dann freuen wir uns immer, wenn ihr die Videos liked und vor allen Dingen, wenn ihr uns abonniert und damit natürlich auch kein Video verpasst. In diesem Sinne geht's jetzt los. Genau. Also, die letzte Folge drehte sich um das Thema, wie finde ich überhaupt die richtige erste Stelle, worauf muss ich da so achten? Ehrlich gesagt haben wir uns da ein bisschen verquatscht, also hatte schon etwas Ja, Podcast-Charakter. Podcast coming auf jeden Fall. Wenn ihr wollt, dass wir es lieber als Podcast machen und ihr uns nicht dabei die ganze Zeit zuschauen wollt, ihr wollt es lieber im Auto hören, dann schreibt das in die Kommentare, dann machen wir einen Podcast draus. Aber wir gehen jetzt erstmal auf dieses Thema ein. Wie haben wir uns beworben sozusagen oder worauf haben wir geachtet und wie lief das denn so ab? Das erste Bewerbungsgespräch, Genau, ne? das Bewerbungsgespräch. Genau, sorry, Bewerbungsgespräch. Ja, fang du Ich gerne darf anfangen? an. Ladies Okay. Mein allererstes Bewerbungsgespräch. Es war eine kleinere Praxis. Ich war super aufgeregt, war natürlich, habe mich ein bisschen schick gemacht und so. Und der Chef war irgendwie so, naja, so ein Rapper-Typ. Und ja, er war so ein Rapper. Ja, klar, Ja. okay. Ich weiß auch nicht. Naja, jedenfalls. War ich dann im Musikvideo drin? Nee, das nicht. Nee, jetzt Wir aber haben mich nicht. ins Büro geholt, so ein ganz imposantes Büro mit so einem großen Schreibtisch, war auch niemand anders da und ich saß dann so und dachte, okay. Und dann hat er erstmal einen ewig langen Monolog geführt über seine Praxis und über sich. Ich habe eigentlich gar nichts gesagt, überhaupt gar nichts. Und das Fazit war so, ja, okay, alle, die bei uns arbeiten, die arbeiten schnell relativ selbstständig. Ich bin auch oft nicht da, also mir wäre wichtig, dass du alles allein machst und müssten wir mal gucken, dann, dass du recht schnell an die Sache kommst und du musst die Sachen dann auch machen, weil ich bin eigentlich oft nicht da. Habe ich schon erwähnt, dass ich nicht oft da bin? Also, deswegen ist es auch schon wieder eine Weile her und Ja. das Okay. war so das, was ich dann mit für mich genommen habe. Er ist also eigentlich nicht da und ich soll schnell viel alles allein machen und die Stellung in der Praxis halten. Am Ende war es auch ein cooler Typ und so, aber ja, hast du schon gemerkt, da hat nicht so richtig gepasst. Und im Endeffekt hat mich jetzt auch gar nicht groß was gefragt oder so. Ich glaube, wir kamen überhaupt gar nicht zu dem Thema Arbeitszeiten, Gehalt und sowas. Also. War schnell vorbei, mein erstes Bewerbungsgespräch. Jetzt überlege ich mal gerade. Danach hatte ich auch noch so eine kleines, ja, etwas unangenehmere Situation. Das war dann in Berlin die erste Stelle, auf die ich mich beworben habe. Und da kam ich dann rein und haben aber erst ein Gespräch geführt und war alles eigentlich ganz nett. Ich habe auch ein bisschen was erzählt und hat er gesagt, ja, wie sieht's aus? Haben Sie vielleicht Lust, direkt mit Probe zu arbeiten? Da habe ich gesagt, ja, klar. Und dann sind wir ins Behandlungszimmer gegangen und lag schon eine Patientin. Die Helferin hat alles vorbereitet und wir kamen dann rein und ich weiß nicht mehr, was es für eine Behandlung war. Der Chef hatte mich dann die ganze Zeit gefragt, ja, und wie würden Sie das abrechnen? Und wie würden Sie das abrechnen? Und was würden Sie da jetzt in die Akte eintragen? Und ich habe ja noch nie irgendwas abgerechnet. Also klar, in der Uni dann schon, da haben wir unsere Papierdoku gemacht und das konnte ich ihm schon auch sagen, aber ich konnte jetzt nicht genau sagen, wie ich das alles richtig abrechne. Dafür habe ich einfach auch noch keinen Tag in meinem Leben gearbeitet. Parallel hat er seine Helferin zur Sau gemacht. Dauernd hat er sie angeschimpft, der Patient liegt zu hoch, der Patient liegt zu niedrig, saugen, saugen, saugen. Da habe ich gedacht, oh Gott, ich will einfach nur weg. Und danach kam noch ein Gespräch und dann hat er zu mir gesagt, ja, als was bewerben Sie sich jetzt eigentlich? Angestellte Zahnärztin, Assistenzzahnärztin? Habe ich gesagt, nee, wir haben doch eigentlich schon drüber gesprochen, Assistenzzahnärztin. Ja, suche ich eigentlich gar nicht. Naja, okay, das war dann auch gegessen. Drittes Bewerbungsgespräch und die Stelle ist dann auch geworden. Das war super nett. Einfach, da hat man sich einfach ganz normal unterhalten, so ein Gefühl dafür bekommen, wie ist das gegenüber. Ich habe mich direkt mit den angestellten Zahnärzten unterhalten, das Probearbeiten war nett, es war einfach vom Bauchgefühl, das habe ich schon in der vorherigen Episode gesagt, es hat gestimmt. Und ich glaube, das ist auch so mein Tipp, darauf sollte man achten, sowohl von Bewerberseite als auch von Arbeitgeberseite. Jeder kann ja alles erzählen. Also kann ja erzählen, ich bin die tollste Praxis der Welt, ich bin die tollste Assistenzzahnärztin der Welt. Am Ende muss es irgendwie so die Chemie stimmen, dass man miteinander arbeiten kann. Man sollte sich irgendwie ja gut verstehen und alles andere wird man dann sehen, ob
beide Parteien ihre Versprechen halten können. Ja. Das habe ich ganz schön viel erzählt. Ne? Das stimmt, aber sehr spannend. Nee, ja, mache ich sofort, aber ich würde gerne ein paar Sachen als Zuschauer natürlich fragen. Jetzt bist du ja, also weil du sagtest, wegen Kleidungsstil beispielsweise, das ja. würde ich gerne aufgreifen. Jetzt ist es ja so, als Frau, was würdest du, also wie hast du damals dich da jetzt gekleidet? Weil das ist ja auch immer so ein Thema, man will ja nicht zu overdressed sein, man will auch nicht underdressed sein. Wie hast du es damals gemacht und was würdest du heute erwarten? Wie würdest du eine Bewerberin, also wie warst du als Bewerberin, was würdest du erwarten als Bewerberin? Als Bewerberin habe ich, also ich bin nicht im Kostüm gegangen, aber ich habe mich schon ordentlich angezogen. Also entweder eine Bluse und eine Jeans oder mal einen Blazer drüber gezogen und halt einfach geguckt, dass man ja ordentlich und gepflegt aussieht. Als Mann kann ich sagen, bei mir war, ich weiß gar nicht, also ich habe auch was, ich glaube, ich hatte ein Hemd an. Ich bin auch nicht im Anzug gekommen. Aber ich hatte, glaube ich, ein Hemd an, ein paar schönere Schuhe und irgendwie ja, so, dass, schönere Schuhe. Dass man so, naja, bei einer Prüfung, beim Staatsexamen hatte man ja einen Anzug an, aber so irgendwo so ein Mix dazwischen. Also was ich nicht machen würde, wäre auch heute nicht so komplett leger irgendwie. Also ihr seht ja, wir sitzen ja auch, also wir sind ja auch, sag ich mal, entspannt und wir sitzen hier in Jeans und T-Shirt, wir sitzen jetzt hier auch nicht im Hemd und Krawatte. Ja. Gibt ja auch den einen oder anderen, die eher einen anderen Kleidungsstil haben, also wir sind ja so, ja. Wie sagt man das? Ja, Casual unterwegs. Aber ich finde, bei Bewerbern, auch gerade aus Arbeitgebersicht, wenn die sich ein bisschen zurecht gemacht haben, dann sehe ich immer, dass sich derjenige Mühe gibt. Ja, das würde ich auch sagen. Dass es einem wichtig ist. Naja, genau, man merkt dann so ein bisschen, genau wie du sagst, vor allen Dingen, wie wichtig es ihr oder ihm ist. Umgedreht muss ich aber auch sagen, wenn jetzt hier jemand mit Anzug kommen würde, wäre es mir too much. Also als Arbeitgeber, dann würde, also oder? Das würde ich so denken, dass das, wie du sagst, weil man selber auch nicht so extrem da jetzt mit Anzug da durch die Gegend läuft, das wäre mir dann so ein bisschen too much. Einfach. Und auch wiederum andersrum, wenn jetzt jemand fachlich die tollste Bewerbung hat und die menschlich alles passt, ist es mir natürlich auch egal, was derjenige im Moment trägt. Aber so der erste Eindruck zählt natürlich. Und wenn jemand zur Tür kommt und ist so ordentlich gekleidet, dann macht das Eindruck. Ich wollte gerade sagen, also nicht jetzt falsch verstehen, das ist, aber wir reden ja über ein Bewerbungsgespräch, das ist nun mal so, da gibt es ja so ein paar gewisse Normen und Sitten, die da halt so, ja, die man halt pflegen sollte, wenn man denn, wenn das einem wichtig ist. Man kann natürlich auch ein Bewerbungsgespräch mit Flipflops, irgendeinem Band-T-Shirt und keine Ahnung, 4 Wochen nicht gewaschen Haaren kann man machen, aber würde ich nicht empfehlen. Genau, und was hast du als Zuhörer noch aufgegriffen? Ah, ich vergesse es schon wieder. Aber es ist nicht schlimm, fällt mir wieder ein. Aber ich kann ja noch bei mir ganz kurz, ja. Das wollte ich noch erzählen, dass ich eben auch, wie viel, ich hatte glaube ich 4 Bewerbungsgespräche. Bei einem war es so, da habe ich eine Dreiviertelstunde mit der, das war eine größere Praxis hier in Leipzig, da habe ich eine Dreiviertelstunde mit der Praxismanagerin geredet und original eine Minute mit einem von den Chefs im Behandlungszimmer, aber auch wirklich super belanglos. Und es war halt ziemlich awkward, weil man sozusagen diese Praxismanagerin hat mir vorher ungefähr eine Dreiviertelstunde erzählt, wie geil die Chefs sind. Die sind so innovativ und also sind ja auch wirklich Koryphäen, so. Das war echt anstrengend. Und dann haben die sozusagen gar nicht die Zeit gehabt. Das heißt, für mich war sozusagen vielleicht sind die sogar super innovativ, aber so vom, das ist mein Punkt so ein bisschen, die Wertschätzung geht ja so auch in beide Richtungen auch und ich fand, ich habe jetzt nicht erwartet, dass man mich behandelt wie ein Prinz, wie ein Prinzen von Leipzig, der jetzt nur da, der jetzt da in die Praxis kommt, aber so irgendwie, das war so von der Wertschätzung, habe ich mich jetzt nicht so gewertgeschätzt gefühlt und habe gedacht, ich bewerbe mich ja bei, also nichts gegen den Praxismanager, um Gottes Willen, ja, aber ich bewerbe mich ja bei in dieser Praxis dann auch ein Stück weit auch wegen der Chefs und die dann so gar nicht kennengelernt zu haben und ich wette, die werden heute nicht mal wissen, dass ich mich bei denen beworben habe. Hundertprozentig nicht, wenn die mich auf der Straße sehen und wir arbeiten jetzt, also ich meine, die werden es nicht wissen. So. Und ich würde schon sagen, dass wir wissen, wer es bei uns beworben hat. Und ich würde die auch sicherlich erkennen auf der Straße. So. Und umgedreht bei der Praxis, wo es dann geworden, wo es dann geklappt hat auch, oder bei der hat es auch geklappt, die hat mich auch genommen, aber ich wollte nicht. Bei der Praxis war es so, da habe ich auch mit der Praxismanagerin gesprochen, aber habe halt danach super lang mit meinem neuen Chef dann gesprochen und das war halt super angenehm gewesen. Und die hat auch nicht die ganze Zeit so eine extreme Beweihräucherung der Praxis dafür gezogen. Ne? Eine Sache ist ja noch ganz spannend und zwar haben wir uns ja beide mal auf die gleiche Stelle beworben. Beziehungsweise in einem zeitlichen Abstand, aber wir hatten natürlich ein ähnliches Bewerbungsszenario an der Uni. Wo meinst du denn? Ja, und das war auch nochmal ganz besonders, jetzt im Unterschied zu den Praxen, kannst du ja mal deine Erfahrung schildern, weil man hatte da so ein paar Leute vor sich sitzen. Ja, also ihr müsst euch das so vorstellen, alles was wir gerade gesagt haben über ein Bewerbungsgespräch in einer freien Praxis, schmeißt es einfach weg. Schmeißt es weg, löscht es und stellt euch jetzt Bewerbungsszenarien vor in den 80ern. Und dann seid ihr wieder on track. So schlimm? Naja, also nur mal, also wie gesagt, das ist da so. An der Uni ist auch alles okay, aber es ist halt nur mal so als Spiegelung für also, nicht, dass es jemand aus der Uni kommt, aber als der Bewerber oder die Bewerberin ist halt super unangenehm, weil
Bei mir waren es 4 oder 5 Leute. Das ist eine Stimmung gewesen wie im Staatsexamen. Du bist doch auf einmal Ja, total das stimmt. aufgeregt. Und so wie ich jetzt hier, ich gebe, also oder wir geben uns immer Mühe, wenn hier Bewerber kommen, egal für welche Stelle, dass man eine lockere Atmosphäre hat, dass man die Leute halt eben, weil du willst sie ja auch normal kennenlernen, bringt mir ja nichts, wenn ich da jetzt hier einen auf, also weißt du, so super überseriös. Und im Alltag sind wir das ja gar nicht, das bringt mir also da nichts. Ich will den Mensch kennenlernen, ich will wissen, wer sitzt da davor. Und in der Uni ist es aber so, da ist es halt schon so, dann, du drückst dich halt doch sehr gewählt aus, du redest wirklich immer sehr bedacht dann. Und da sitzen dann 4 Leute vor dir, die du alle nicht kennst, wo du irgendwie gefühlt, gerade wenn du auch noch nicht so lange dann aus dem Studium raus bist, wo du denkst, gleich fragen die mich irgendwie, keine Ahnung, wie heißt diese Mikrostruktur dort und dort, wie groß ist die Porengröße, und du denkst gerade, Kacke, Kacke. Also war sehr unangenehm. Und die Fragen waren halt auch richtig oldschool, weil das halt sowas war, ich weiß nicht. Ich weiß, welche Frage du jetzt ich sagst. Ich weiß, ja. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? Und man denkt so, als jemand dann mit Mitte 20 gar keine Ahnung, was ist denn in 5 Jahren? Was ich weiß nicht mal, was nächstes Jahr ist. Nee, ich weiß nicht mal, was in einem Jahr ist. Was soll ich denn mit 5 davon? Das ist ja quasi Faktor 5, gar keine Ahnung. Ja, also, oder war doch auch dein Eindruck, oder? Ja, es war schon sehr unangenehm, weil man hat, die Unizeit ist noch nicht so lang her und man hat einfach diese inneren Respekt und dieses Hierarchiedenken für alle Menschen, die an der Uni arbeiten, und dann haben die Leute auch noch irgendwie Rang und Namen, man hat schon irgendwie mal vielleicht in einem Buch oder Paper oder was den Namen gehört und denkt, oh, jetzt sitze ich hier vor diesen 4 Leuten, und das war schon, ja, das war, glaube ich, das anstrengendste Bewerbungsszenario. Es war nett, das kann ich nicht sagen, die Fragen, niemand will einem ja irgendwas, das ist ja ein Bewerbungsgespräch, man muss ja gucken, ob man irgendwie zueinander findet, aber wenn 4 Leute dir Fragen stellen, oder fühlt man sich einfach sehr unter Druck? Ja, also, und es ist ja auch einfach so, also wie gesagt, ich habe es natürlich vorhin überspitzt gesagt, ne? Ich hatte, also es war trotzdem, da hat niemand fertig gemacht, aber es ist natürlich, und ich glaube, das weiß man auch bei moderner Mitarbeiterführung oder moderner Gesprächs- und Bewerbungsführung, dass es halt so ein Ungleichgewicht zwischen ein Bewerber und 5 sozusagen Chefs oder die auf der anderen Seite, das macht man ja nicht mehr. Das ist total. Ich weiß gar nicht, warum so viele sitzen. Also, ich glaube, es muss ja immer irgendwie jemand dabei sein. Also, eine Frau muss dabei sein. Na, es muss eigentlich auch jemand aus diesem Gleichstellungsdings da sitzen, oder? Also, man muss dazu sagen, Uni hat ja, das ist ja typisch deutsch, ne? Super bürokratisch, 5000 Vorschriften. Weil natürlich, also deshalb müssen es mehrere sein, weil sonst heißt es, wenn da nur ein, sag ich mal, nur der Chef und eine Bewerberin, dann, und die wird dann nicht genommen und dann war nicht noch ein Zeuge dabei, ist das halt blöd. Okay. Na gut, aber vielleicht skippen wir das Thema mal und nein, gehen. Ich will noch eine Sache sagen, weil. Okay, Entschuldigung. Nein, weil ja wichtig ist, dieses, was wir vorhin gesagt haben, dass man sozusagen bei einer normalen Praxis, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht unbedingt mit dem Anzug kommt, würde ich sagen, bei der Uni. Und das, finde ich, kann man schon so sagen, da ist ein Anzug. Also ich war nicht im Anzug, aber auch, weil wir waren ja in Berlin und Berlin ist eh immer anders. Aber bei vielen anderen Unis ist es schon so. Ich glaube, da würde ich wirklich jemandem empfehlen, mit dem Anzug zu kommen. Also da ist echt? Es, ja, auf jeden Fall. Das war mein legerstes Outfit. Wirklich? Mhm. Oh mein Gott. Dich haben wir genommen? Offensichtlich. Vielleicht deswegen. Nee, aber also hast du das nicht. Ich weiß auch, dass, also ich habe ja auch die Gespräche dann so mal mitbekommen, wo ich dann schon dort gearbeitet habe. Das ist denen immer positiv aufgefallen. Also da ist, weil sozusagen da auch das Denken ja noch ein bisschen so hierarchischer auch ist und so ein bisschen klassischer, sage ich mal. Und ich weiß noch, dass eigentlich alle, die mit Anzug kamen, da war es immer, ja, der war wenigstens ordentlich angezogen. Also sowas, was die erzählt haben, nicht ich jetzt. Nicht das, was ich denke, aber das, was ich gehört habe. Habe ich vielleicht mit meiner fachlichen Brillanz überzeugt oder ich war die einzige Bewerberin. Weißt du, womit du was überzeugt hast? Mit deiner Tanita Score 0. Also ich sag nicht dazu nicht mehr, wer das andere Video gesehen hat von uns, wird wissen, worum es geht. Ja, okay. Gut, super. Also Uni haben wir vielleicht ganz, ganz kurz. Auch aus unserer Sicht, aus Arbeitgebersicht, geht es immer um so ein bisschen Bauchgefühl. Da geht es darum, ob man sich vorstellen kann, mit demjenigen oder derjenigen zusammenzuarbeiten, ob man sich irgendwie menschlich versteht. Das ist das Wichtigste. So kann man eigentlich alle Sachen klären. Ihr könnt die tollsten Fortbildungen und sonst was aufschreiben. Ob ihr das fachlich umsetzen könnt, das können wir euch nicht. Das kann man nicht sehen, außer ich sehe, was ihr wirklich macht und dann arbeitet ihr ja schon hier. Aus Arbeitnehmersicht finde ich es auch nochmal ganz wichtig, dass man wirklich auch viele Fragen stellt und gleichzeitig gespiegelt aus Arbeitgebersicht kommt sehr gut an, wenn jemand eben nicht, weil oft ist es so, dass Bewerberinnen dann, naja, dass man so ein bisschen denen manchmal das aus der Nase ziehen muss, und ich sehr, sehr positiv fällt auf, wenn jemand selber mal so ein bisschen aktiv, also nicht wie ein Wasserfall redet, aber halt einfach mal auch so Fragen stellt. So, hey, wie handhaben Sie es hier mit XY? Wie ist das bei Ihnen geregelt mit...
wie, was ist Ihnen, das ist auch, das, wir fragen das gerne auch die Bewerber, aber umgedreht können die Bewerber, man kann auch fragen, hey, was ist Ihnen an, oder was ist Ihnen bei einer angestellten Zahnärztin besonders wichtig? Also, dass man über die Fragen, dass man sozusagen auch ein bisschen guckt, matcht man da irgendwie zusammen oder entspricht das den Vorstellungen? Man kann auch zum Beispiel, wenn euch wichtig ist, dass ihr mit dem Mikroskop arbeiten wollt und ihr wisst, ihr bewerbt euch logischerweise in einer Praxis, die das hat, dass man fragt, wie sieht es denn aus, könnte ich denn überhaupt an dem Mikroskop arbeiten, weil das ist auch nicht immer gesagt, dass das geht. Also dass man wirklich sich vorher so ein bisschen, und das kann ich auch erstens mal empfehlen, das zu machen aus Bewerbersicht, dass man sich wirklich dann, bevor man das Gespräch hat, echt mal mit der Praxis auseinandersetzt. Und damit meine ich nicht auswendig zu lernen, wann die gegründet wurde, das interessiert eigentlich keinen Chef, das ist vollkommen, also vollkommen Wurst. Aber welches Behandlungskonzept? Weil wir hatten zum Beispiel auch schon jetzt wieder Arbeitgebersicht, dass wir Bewerber hatten, die haben halt, ich weiß nicht, deren Hauptschwerpunkt war eigentlich am liebsten Chirurgie. Und wir sind ja nun mal die Zahnerhalter. Also wir machen eigentlich fast gar keine Chirurgie. Genau, nicht, dass die Chirurgie ist auch okay, aber dann sozusagen, wer richtig viel chirurgisch arbeiten will, der hat, also der passt eigentlich nicht in unsere Praxis so. Mhm. Und deshalb war so ein bisschen für beide Seiten Verschwendung der Zeit. Und deshalb hätte der oder die sich vorher informiert, hätte er oder sie das auch gewusst. So, und das wäre ja wäre so ein Tipp. Und was wir nicht vergessen dürfen, ist noch, da, aber mach du erstmal vorher, dass wir noch auf das eingehen wollen, auf den Probearbeitstag. Aber sag du erstmal noch, was du wolltest gerade noch sagen? Wollte ich? Nee. Ja, wegen des Bewerbungsgesprächs, was aus deiner Sicht noch wichtig ist, aus Arbeitgeber- oder Arbeitnehmersicht? Oder warum habe ich alles abgefrühstückt? Lass mich überlegen, ob sonst noch was ist. Ja, also Vorbereitung finde ich immer gut, es kommt gut an. Gepflegtes Auftreten. Eine schöne Bewerbung, richtige Ansprache in der Bewerbung auch. Oft, also manchmal wurden wir falsch angesprochen oder, also ich meine zum Beispiel auf den Doktortitel lege ich eigentlich keinen Wert, aber wenn mir jemand von außerhalb schreibt, dann sollte es schon alles stimmig sein. Nicht nur, dass nur du einen Doktortitel hast, sondern wir beide oder, ne, das ist irgendwie, dann sieht man, dass derjenige auch weiß, wie wir heißen. Ist schon mal nicht schlecht. Ja, und dann wie gesagt, alles, was von der Norm abweicht im Bewerbungs-, am Anschreiben, auch wenn ihr euch irgendwo bewerbt, das kann man nur empfehlen, weil wie gesagt, man als Arbeitgeber, man sieht halt, wenn das irgendein vorgefertigter 0815-Text ist. Deshalb guckt man sich trotzdem die Leute an, die sich da bewerben. Aber was ich damit sagen will, ist, wenn ihr einen individuellen Text wenigstens schreibt, irgendwas, was zur Praxis ist und so ein bisschen, wo man sieht, hey, krass, der oder die hat sich Mühe gegeben, das macht halt echt schon einen guten Eindruck. Wir haben jetzt letztlich erst auch eine Azubine eingestellt sozusagen. Und die hat ja auch einen super, kann man einfach sagen, eine geile Bewerbung einfach. Da hast du, also auch ehrlicherweise, ich bin nicht so ein, ich habe selber manchmal mit Grammatik so Kommasetzung und so, ne? Also ich fühle euch, wenn das nicht euer Ding ist, aber das kann man drüber gucken lassen mal von irgendwem. Und das hast du halt gesehen, da war halt der ganze Text war ordentlich geschrieben, da waren richtige Kommas gesetzt. Ja, halt ein tolles und so. Design auch. Tolles Design. Was Außergewöhnliches, genau. Das war schon schön. Ja, und er hat auch geschrieben, so Sachen, die halt wirklich auf unsere Praxis bezogen waren. Das hat einen super Eindruck hinterlassen, die haben wir sofort persönlich angerufen. Also ja. War richtig gut. Genau, also Thema Probearbeiten. Probearbeiten, finde ich auch, kommt so ein bisschen drauf an, als Assistenzzahnarzt, solltet ihr das schon mal wahrnehmen, dass ihr so ein Gefühl dafür bekommt, wie sind die Abläufe in der Praxis, wie ist der Tag so strukturiert, wie... Ich kurz Probearbeiten, nur weil viele vielleicht, also wenn jetzt viele von euch zuschauen, die eben vielleicht von anderen das noch nicht wissen oder die auch niemanden in der Familie haben, der irgendwie Zahnarzt oder so ist, Probearbeiten heißt nicht wirklich, dass ihr arbeiten werdet. Nur um das mal ganz kurz bevor wir weiterreden klarstellen, sondern es ist mehr ein Hospitieren. Also ihr braucht nicht Sorge haben, dass ihr da irgendwie dann einen Bohrer schwingen müsst, sondern das dürft ihr auch gar nicht eigentlich. Sondern dass man wirklich mitläuft. Sorry, das genau. Werde ich plus. Also ja, es ist wahrscheinlich, man darf es glaube ich auch gar nicht Probearbeiten nennen, oder? Hatten wir letztens erst, dass man das nicht so nennt, aber im Endeffekt geht es darum, dass ihr mal in der Praxis gewesen seid, bevor ihr den Arbeitsvertrag unterschreibt, um dann nochmal abschließend für euch beurteilen zu können, ist es die richtige Praxis für mich, ja oder nein. Da bekommt ihr einfach nochmal ein paar Einblicke in die Arbeitsabläufe und wie dann eure zukünftigen Chefs oder Chefinnen am Patienten sind. Und aus unserer Sicht, jetzt Arbeitgebersicht, ehrlicherweise brauchen wir das Probearbeiten ja seltener, würde ich sagen. Bei manchen Bewerber würde ich, also finde ich das immer interessant, wie harmoniert der oder diejenige im Team, so wie kommen alle anderen mit dem potenziellen neuen Mitarbeiter zurecht. Das ist so der einzige Punkt, den ich am Probearbeiten interessant finde. Aber ansonsten ist meine Entscheidung meistens schon so eher in dem Gespräch gefallen. Ja, oder sagen wir zu 80% eigentlich schon. Also man will, also aus Arbeitgebersicht, wenn man einfach nur mal sehen, wie interagiert der oder diejenige zum Beispiel mit dem Team. Weil was wir auch schon erlebt haben halt, dass so Bewerberinnen, wir die eigentlich super fanden, aber wir schon gemerkt haben, dass da so ein bisschen noch, sage ich jetzt mal, was uns halt schon wichtig ist, dass es nicht so ist, so ein bisschen dieses, nicht auf Augenhöhe kommunizieren mit dem Team so.
Und ich glaube, da wäre es halt gut gewesen, auch, also die waren dann, wir haben das schon im Gespräch gemerkt, deshalb war das dann erledigt, aber das ist natürlich für Arbeitgeber manchmal gut, dass man auch sieht, okay, wie reden die denn mit den Assistenzen? Ist das eher so ein, ist das ein nettes Miteinander oder ist das schon direkt so ein bisschen, naja, ich bin jetzt hier halt hier, ne, so. Und aus Arbeitnehmersicht, potenzieller Arbeitnehmersicht, finde ich es eigentlich, also man kann quasi eigentlich gar nicht ohne hospitieren oder Probe arbeiten, weil man wirklich sehen muss, wie läuft das denn im Alltag ab, ne? Also zum Beispiel, was wichtig ist, wie wird da behandelt? Auf einem Zimmer, auf zwei Zimmern, auf drei Zimmern? Wie ist es vielleicht, auf welche Behandlung? Wie sind dann nachher die Behandlungen als solches? Also wenn ihr vielleicht bei der Bewerbung schon wisst, okay, eigentlich interessiert mich total Chirurgie oder total Endo oder was auch immer, dann würde ich natürlich auch diesen Tag, wo ihr hospitiert oder Probe arbeitet, schon so legen, dass ihr genau in euren Wunschbehandlungen vielleicht schon mal teilnehmen könnt und gucken könnt, ist das denn wirklich so? Und was man da auch nochmal machen kann, ist halt wirklich so im Detail so praktische Sachen fragen, weil man sieht dann auch so in der Interaktion natürlich mit dem zukünftigen Chef oder Chefin, ist der die genervt, wenn viele Fragen kommen oder sowas, ne? Und also da sieht man sozusagen eigentlich so die Wahrheit sozusagen, wie wird gearbeitet eigentlich, ne? Kann man schon so sagen, oder? Ja. Ja, und was auch noch ganz wichtig ist, finde ich, in der Assistenzzeit zumindest, dass man wirklich fragt, das hat mir vorhin schon so angeschnitten, aber das wollte ich nur noch mal aufgreifen, weil ich es wichtig finde, wirklich den neuen Chef fragen, wie er sich sozusagen die Stelle oder Assistenzzahnarztes vorstellt, auch im Sinne von, was du auch sagtest, wen darf man alles behandeln, darf man alle Behandlungen überhaupt machen, muss man was vorzeigen, ist man relativ frei, wie ist es auch mit Urlaub und so, ist da jemand ansprechbar und ne, sowas. Aber ansonsten zum Probearbeiten ist es bei uns so, das kann man auch sagen, dass man eigentlich auch schon nach dem Probearbeiten dann ja oder nein sagt. Also bei uns eigentlich immer so am Ende des Probearbeitstags sagen wir eigentlich, Und wie sieht's aus? ja, Hat's nee, also gefallen? ja, oder halt nicht, oder man sagt halt, ne, oder man sagt halt, hey, passt vielleicht jetzt nicht so, ne, das kann man ja auch machen, aber in den meisten Fällen weiß man es eigentlich an dem Tag schon. Also und umgedreht kann, zumindest aus unserer Sicht ist es so, wenn ihr erstmal zum Probearbeiten eingeladen seid und wirklich den Termin habt, dann, also der oder diejenige potenzielle neue Chefchefin, die wollen sicherlich, also die haben ja viel zu tun und die würden sich sozusagen nicht Zeit für euch nehmen zum Hospitieren, wenn die euch ganz blöd finden. Ja, ihr seid nicht auf dem Prüfstand. Ja, Also wenn genau, jetzt darum geht es nicht, genau. bei uns hat man jemand was kaputt gemacht beim Probearbeiten, aber okay. Ja. Aber auch das ist Ja, passiert halt. passiert, ja. Ihr seid nicht auf dem Prüfstand, das heißt, ihr könnt da jetzt eigentlich nichts falsch machen. Ihr schaut ja einfach nur ein bisschen rein. Nee, und seid einfach so, wie ihr seid, weil am Ende sozusagen, weil viele sind ja vielleicht verständlicherweise, ist dann auch ein bisschen Druck, ein bisschen Aufregung, man will dann irgendwie besonders XY sein, aber am Ende, ich meine, ihr wollt ja da langfristig arbeiten und deshalb, also probiert euch möglichst nicht zu verstellen, seid so, wie ihr seid, weil es bringt ja auch nichts, wenn ihr permanent die Assistenzstellen dann irgendwie wechseln müsst oder so und ja. Ist doch ein schönes Schlusswort. Ja. Seid so, wie ihr seid, und dann Wird das wird das klappen? schon. Also mal sehen, ob wir noch ein paar andere Themen zur Denke schon. Assistenzzeit und sowas aufgreifen. Wenn ihr da irgendwelche Ideen habt, was euch interessiert, oder vielleicht fandet ihr es auch super langweilig, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Jetzt haben wir wieder schon ein bisschen was dazu gequatscht. Lasst es uns auf jeden Fall wissen. Und wenn ihr, weil ihr habt es ja gemerkt am Anfang des Videos, Bewerbungsgeschichten sind ja, also wirklich, da kann man ja Bücher drüber schreiben und die auch sehr detailliert erzählen. Und ich wette, es werden welche unter euch sein, die auch richtig krasse Bewerbungsgeschichten erlebt haben. Lasst uns die bitte, teilt die bitte gerne, wenn ihr darauf Lust habt. Es würde uns sehr freuen, weil, ja, man kennt das ja selber, das sind teilweise sehr lustige, skurrile Geschichten. Wenn ihr da welche habt, teilt die gerne in der Kommentarspalte. Wir freuen uns, das zu lesen. Und ansonsten natürlich, wie immer, wenn euch das Video gefallen hat und ihr den Kanal unterstützen wollt, dann liked gerne das Video, abonniert natürlich. Und wenn ihr andere Sachen noch hören wollt, wie du schon gesagt hast, dann immer rein in die Kommentarspalte. Wir lesen das auf jeden Fall. Dann erstmal bis zum nächsten Mal und macht's Bis gut. bald, ciao. Ciao.